gespannt, was dabei rauskommt. Ihr wisst nachher selber, dass ihr die Produkte austauschen müsst. Hier fange ich mal an, zum Beispiel mit dem Platz hier vorne. Wir forschen halt im Bereich Wirtschaft, über von der Währung bis zum ganz normalen Tauschhandel. Wir hatten so ein Heft und da standen Aufgaben drin und die haben wir dann behandelt und dazu auch praktische Aufgaben viele gemacht. Ihr habt kein Geld, ihr habt das Einzige, was ihr habt, sind nur die Produkte und ihr müsst wissen, wie ihr diese Produkte dann austauscht. Heute haben wir eine Gruppe dargestellt, die sich neu aufgebaut hat, die kein Geld hatte, wo jeder etwas anderes kann als der andere. Und dann haben wir gehandelt, sodass jeder das hatte, was er zum Überleben brauchte. Wirtschaft ist wichtig, weil sie halt viele verschiedene Themen in unserem Alltag auch einbaut und die wir auch wirklich wissen müssen, um uns wirklich auch im späteren Leben wirklich zurechtzufinden. Ja, aber was lernen Jugendliche durch Wirtschaftsforscher? Sie bekommen zusätzliche methodische Mittel an die Hand gegeben, wirtschaftliche Phänomene zu analysieren und zu beschreiben. Und das halte ich auf jeden Fall für sehr sinnvoll, weil es gibt den Schülern mehr Spielräume, Wirtschaft zu verstehen. Heute haben wir über Smartphone-Nutzung und allgemein das Smartphone geredet. Am Anfang haben wir so eine Umfrage gehabt, was uns beim Handy besonders wichtig ist. Anschließend sind wir halt hier in das Wirtschaftslabor gekommen und haben dann so eigenständig so Präsentationen, Fragen, Antworten und alles, was uns halt zu dem Thema interessiert, ausgebaut. Forschungsfrage beantwortet. Was können wir gegen Design tun? Designer werden oder was? Also ich finde es gut, dass wir selbst arbeiten können, dass uns Freiheiten gelassen werden und dass nicht jemand vorne steht und die ganze Zeit sagt, ihr müsst das machen oder das machen. Ihr lest jetzt im Buch den Text und schreibt dann irgendwas ab. Bei den Wirtschaftsforschern finde ich toll, dass die Schüler, Schülerinnen selber das Thema erkunden, dass sie selber Schwerpunkte setzen, dass sie ihre eigenen Interessen kennenlernen, aber das auch abgleichen mit den Interessen anderer Akteure. Was passiert eigentlich um uns herum? Schule ist ein geschützter Raum und wenn man die Schule verlässt, macht es Sinn zu verstehen, was in dieser ganzen Gesellschaft passiert. Und dafür ist es extrem wichtig, Wirtschaft zu verstehen. Also ich hoffe, dass meine Schüler nach dem Projekt vertrauter sind mit wirtschaftsethischen Fragestellungen. Das ist auch eine Thematik, die ja selten auch angesprochen wird, die auch gar nicht so im Bewusstsein der Bevölkerung und auch damit meiner Schüler ist. Das große Finale. Wir haben jetzt ein Jahr lang zusammengearbeitet. Wir haben eine PwC-Stiftung. Hier hinten steht das Logo Jugend, Bildung und Kultur. Erstmal ein herzliches Grüß Gott heute Morgen an alle Beteiligten. Die Welt neu erkunden, neu ordnen und nicht einfach was andere vorgekaut haben, entgegennehmen. Das ist ja das Spannende, diese neugierige nächste Generation wirklich vital zu halten. Mich hat überrascht, wie reflektiert man auch mit 14 oder 15 schon an solche Thematiken herangehen kann und wie viel Interesse auch besteht. Also ich finde, gerade in den Fragerunden hat man gemerkt, dass da auch nicht nur einfach eine Meinung akzeptiert wird, sondern dass dann auch wirklich kritisch reflektiert wird und nachgefragt wird und sich nicht einfach mit einer x-beliebigen Antwort irgendwie zufrieden gegeben wird. Und das fand ich super. Es ist nichts Abstraktes, es ist nichts Mathematisches, sondern es zeigt, wie Menschen untereinander agieren, wie sie das, was sie geschaffen haben, untereinander austauschen. Es geht darum, dass die Menschen gut leben, ja, gute Arbeit haben, gutes Auskommen haben, gute Produkte und Dienstleistungen bekommen. Das ist der Zweck von Wirtschaft, nicht Geld zu verdienen. Also Mann, also da ist nämlich genau die Antwort der Frage. Warum gibt es denn keine Preisbindung auf Lebensmittel, auf Wasser oder auf sonstiges? Ökonomie ist noch nicht überall Teil von Allgemeinbildung. Und das mit Ethik zu verbinden, ist ein neuer Ansatz. Und Bildung soll dazu beitragen, dass Schüler zu einer mündigen Persönlichkeit ranwachsen. Ethische Fragen müssen gestellt werden und beantwortet werden. Die Frage ist einfach, wer stellt die Frage und wie werden diese Fragen beantwortet? Herzlich willkommen. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier bin. Und bitte das Mikrofon Nummer 4 für die Regie.
Und fangen wir an mit vielleicht deiner ersten Frage, Forderung. Das Wissen um Wirtschaft und ethische Fragen in der Wirtschaft ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass man auch eine zukunftsfähige Wirtschaft überhaupt implementieren kann. Und um das zu tun, muss man natürlich an die kommenden Generationen herantreten. Und das machen wir tatsächlich mit unserem Projekt Wirtschaftsforscher. Diese jungen Menschen hier, die müssen einen Teil ihrer Zukunft bestimmen können und nicht mehr die Leute, die irgendwo 65 und 70 sind. Und ich glaube auch, dass junge Leute eine andere Perspektive haben. Sie haben ein anderes Verständnis eben um Wirtschaft, Sozial, das Gleichgewicht, die Balance. Da ist ein sehr gutes Verständnis. Ich glaube, junge Leute sind sehr verantwortlich.